Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Aquatisches Ableben oder genauer gesagt hier um Stratios. Diese Gegner befinden sich hier im Gebiet Bastion und zwar bei 35-63. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir verwenden hier Benox mit Wasserjet, Schlammlawine und Blase, Einsiedlerkrebs mit Fischklatscher, Blase und Strudel und Flussotter mit Sturmflut, Tauchen und ebenfalls Strudel. Beim letzten Pad kann man eigentlich jedes Pad empfehlen, die vielleicht irgendwie eine Attacke hat, um ja, eine Attacke des Gegners zu kontern. Da setzt eben der Gegner Mondfeuer ein, ansonsten auch keine Explosion, aber ja, Mondfeuer kann man recht gut kontern mit Tauchen oder halt irgendwie Pads, zum Beispiel Flussfrosch mit Wasserjet, Blase und Pumpen kann man da auch empfehlen, um halt mit Pumpen den Schaden rauszuhauen und mit Blase ebenfalls halt das Mondfeuer zu kontern. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier gleich zu Beginn setzen wir die Schlammlawine ein. Dann attackieren wir hier weiter mit Wasserjet. Wichtig ist halt einfach, dass Benox das erste Pad des Gegners besiegen kann und dann gleich mit der ersten Attacke vom zweiten Pad getötet wird. Deshalb halt hier noch einmal Wasserjet. Und wenn man da bei 600 Gesundheitspunkten ist, sollte man dann die Blase einsetzen. Und danach einfach nochmals Wasserjet, bis der Gegner halt besiegt ist. Das ist dann wieder mit zwei Stück dann erledigt. Und dann kommt hier der Minihof in den Kampf. Da einfach einmal passen und dann lässt man sich töten. Dann kommt hier der Einsiedlerkrebs in den Kampf. Hier gleich zu Beginn setzen wir die Blase ein und danach den Strudel. Somit können wir halt zwei Attacken vom Gegner kontern und zudem gleich eine ja, starke Attacke sozusagen aufladen. Und danach attackieren wir weiter mit Fischklatscher, bis der Gegner besiegt ist. Meistens ist es dann so, Einsiedlerkrebs überlebt etwa mit 300 Gesundheitspunkten. Und dann ja, können wir den Gegner hier weghauen. Es ist halt eben so, es gibt ein paar Unterschiede, vor allem wegen Hornkeil. Es kann sein, dass die Attacke eben ja, 350 oder 530 hat jetzt zum Schluss eigentlich keinen Unterschied eigentlich, weil Mondfeuer und sowieso gleich mit der ersten Attacke jetzt dann gleich tötet. Das Einzige, was wir hier noch hinkriegen, ist eigentlich noch der Strudel. Ansonsten lassen wir uns eigentlich gleich hier töten mit der ersten Attacke. Dann kommt der Flussotter in den Kampf und hier gleich eben gesagt, hier nicht gleich den Strudel erneuern, weil hier noch der Strudel drauf ist. Lieber zuerst einmal Sturmflut einsetzen. Der Gegner attackiert halt hier mit Arcane Explosion, dann kommt hier der Strudel runter. Dann erneuern wir hier den Strudel und tauchen dann gleich ab, weil jetzt dann gleich wieder Mondfeuer gewirkt wird. Da müsst ihr halt einfach das timen, eben, dass man ja nicht mehr von dieser Attacke getroffen wird. Also eben die Blase einfach setzen, damit man da ein wenig ja, ohne Problem durchkommen kann. Und ansonsten attackiert man weiter mit der Sturmflut, bis man den Gegner getötet hat. Zweiter Strudel sollte eigentlich im Normalfall nicht mehr nötig sein. Meistens reichen dann da noch zwei Sturmflut-Attacken, um den Gegner zu töten. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner etwas zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.